Ja, tatsächlich komme ich aus dieser grasnarben Bewegung, der Anfang, Ende der 70er. Ich habe 79 in einem Naturkostladen gearbeitet und habe Biobrot verkauft. Und ich weiß noch, wie ich mich da den ersten Tag vorgestellt habe und die Kollegin sagte zu mir, du bist geschminkt. Und ich dachte nur, oh, okay. Also ganz andere Bewegung, die Bio- und Öko-Bewegung, die uns tatsächlich sehr weit gebracht hat, nämlich tatsächlich zum Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß gar nicht, wann der Bioland-Verband wurde, Anfang der 80er gegründet. Ich saß damals so als Praktikantin drin und durfte die Protokolle mitschreiben. Es war sehr spannend. Heute sind wir in der sozusagen Naturkostbewegung schon ganz weit gekommen. Ja. Ich mache mal weiter zu den Mitarbeitern. Ja, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Beratung. Ich bin Organisationsentwicklerin inzwischen, systemische Organisationsentwicklerin und sehe natürlich in Unternehmen, dass das sind Organismen, das sind verbundene Systeme, die wir nicht einfach von oben indoktrinieren können. Also das heißt, die Mitarbeiter zu bewegen, das kennt Arvid und Kai wahrscheinlich sehr gut, ist ein ganz essentielles Zentrum, die Nachhaltigkeit in einem Unternehmen wirklich als Chance zu erfahren. Ich will aber noch mal ganz kurz auf unsere Basis runter, weil das ist die Basis. Ich wollte nur noch mal sagen, der Dachstuhl brennt. Arvid hat es schön mit Grafiken gezeigt. Es brennt schon. Wir sind vielleicht unten im Erdgeschoss, wir merken noch nicht, dass es warm ist, aber es ist tatsächlich, der Dachstuhl brennt. Das heißt, wir werden inzwischen übrigens sehr viel älter. Also kein Wesen auf dieser Erde, was Beine hat oder auch im Wasser schwimmt, hat in so kurzer Zeit seine Lebenserwartung verdoppelt. Wir haben tatsächlich, jeder neunte Mensch hat nicht genug zu essen. 40% der im Moment weltweiten Agrarflächen werden Wüste sein, und zwar innerhalb der nächsten 50 Jahre. Und übrigens, Frankfurt gehört dazu. Wenn man die Geologen fragt, gibt es einen sogenannten Steppering, der ist auch von unserem Breitengrad, in 50 Jahren wird hier nicht mehr viel wachsen. 2025, wollen wir mal sagen, es ist 2022, leben 2 von 3 Menschen mit dem Thema Wasser, nämlich, dass es nicht mehr viel Wasser gibt. Ich möchte nur daran erinnern, dass in Indien im Moment diesen Sommer 15 Städte mit Bewohnern über 10 Millionen ab April kein Wasser mehr hatten. Und da kommt jeden Tag ein Tanklaster vorbei und gibt eine Flasche ab. Jetzt ertrinkt Pakistan im Wasser, aber Indien ist im mittleren Bereich vertrocknet. Der Fleischkonsum, von dem wir ganz oft hören, weil er 25% unserer CO2-Emissionen ausmacht, wächst weiter. Und ich möchte nur noch mal was zum Thema Ökonomie sagen. Wir sind absolute Gläubige der Ökonomie. Und das ist eigentlich, wenn man das griechische Wort übersetzt, die Kunst der Haushaltsführung. Das heißt, wenn wir eigentlich genau darüber nachdenken, was wir machen, dann müsste ein Unternehmen oder eine Gesellschaft, eine Wirtschaft genauso haushalten, dass es mit den Ressourcen auskommt. Das tun wir aber genau nicht. Wir haben es nämlich uminterpretiert und haben gesagt, je mehr wir haben und je mehr wir besitzen, desto mehr sind wir. Und man muss auch ganz klar sagen, in Deutschland sind wir an der Position, dass wir lange genug andere Länder ausgebeutet haben. Das heißt, wenn wir mehr genommen haben, haben wir anderen weggenommen. Und das ist genau das Thema, der Kernpunkt in der Nachhaltigkeit, dass wir immer wieder vergessen, dass wir genau zu dem hinkommen müssen, als Mitarbeiter, als Teile eines Unternehmens, dass wir nachhaltig, dass wir ausgewogen werden. Ich habe es auch ganz provokativ hingeschrieben, dass ich sage, es gibt kein nachhaltiges, grünes, gerechtes, buntes, kluges, inklusives, vertretbares Wachstum. Das ist vorbei. Wir reden auch nicht mehr von 1,5 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts, sondern von 4 Grad. Wir wissen, dass ab 2,5 die Kurve nicht mehr aufzuhalten ist. Also der Dachstuhl brennt. So, wie rede ich jetzt mit den Kollegen? Ach ja, kleine Geschichte. An was erinnert uns das? Fridays for Future? Corona? An wen erinnert uns das? Das war 1970. Dieses Bild ist nicht von gestern oder nicht vom letzten Freitag.
sondern sie ist tatsächlich 52 Jahre alt. Das heißt, schon so lange haben sich immer wieder Menschen auf die Reise gemacht und wollten das Thema Nachhaltigkeit nach vorne bringen. Und wir haben es tatsächlich, wenn man die letzten 52 Jahre anschaut, auch immer wieder verdrängt. Immer wieder tapfer verdrängt. Und es ist leider keine Corona-Maske. Die Dame hat dafür demonstriert, tatsächlich, dass die Luft so schlecht war. Das war eine Demonstration in New York übrigens. Was zeichnet uns aus als Menschen? Was können wir besonders gut? Wir können verhandeln. Das haben wir gelernt. Wir verhandeln als Mitarbeiter mit unseren Chefs über das Gehalt. Wir verhandeln mit Kunden. Wir verhandeln CEOs, CSOs, alle verhandeln. Wir verhandeln Kriege im Moment. Wir verhandeln Frieden. Wir verhandeln Waffen. Und tatsächlich ist das auch ein Teil unseres Lösungsschlüssels, weil das ist übrigens gerade unsere Verteilung der Emissionen. Und dem müssen wir gerecht werden. Also was genau ist das, was wir als Verhandler gut machen können? Und da liegt unser Basishandlungsmuster drin. Und das ist das eine, ist, wie wir Probleme erfahren und wie wir Lösungsräume schaffen. Und das ist der Schlüssel zum Mitarbeiter. Das heißt, wenn wir den im Problem lassen, wird er nicht viel Lösungen schaffen. Das heißt, wir müssen Lösungsräume schaffen, um Mitarbeiter zu motivieren, nachhaltiger zu sein. Was ist das Problem erleben? Für mich ist ganz wichtig, dass wir bewusst sind, dass nur 8% unserer Prozesse bewusst sind, kognitiv. 92% der Prozesse sind unbewusst. Das heißt, wenn Sie Angst haben, bewegen Sie sich im unbewussten Bereich. Mit Emotionen, mit Befürchtungen, mit Negierungen, mit allen möglichen Themen. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter wach machen möchte für das Thema, geht es darum, Handlungsräume zu schaffen, Lösungen, Gestaltung zu schaffen. Tatsächlich schaffen wir in der Beratung, und das mache ich seit vielen Jahren, wir versuchen, Metapositionen zu schaffen. Das heißt, wir versuchen, Mitarbeiter zu Dirigenten auch zu machen. Das heißt, es muss Freiheit geben, auch etwas zu bestimmen, zu erfahren, umzusetzen, zu verändern. Gestaltungsraum zu schaffen, heißt, spielerisch zu werden, ernst genommen zu werden, auch mit den Entscheidungen, Ideen, die man haben kann und die man vielleicht auch positiv einbringen kann. Und was ich immer versuche in den Beratungen zu machen, ist tatsächlich etwas zu klären, nämlich alle Leute haben Angst vor Verzicht. Alle wollen auf nichts verzichten. Wenn ich Ihnen heute sage, dass ich Ihnen Ihre Wohnung wegnehme, werden Sie sagen, nö. Vielleicht ist aber das die Folge in 20 Jahren, dass Sie keine mehr haben werden. Aber ich darf Ihnen nicht sagen, dass Sie auf was verzichten. Deswegen versuche ich immer, das zu ändern in den Unternehmen und zu sagen, was wir tun, ist, wir bewahren etwas. Also wir haben die Aufgabe bekommen, etwas zu bewahren, vielleicht auch das Unternehmen, in dem wir arbeiten. Und je sorgfältiger wir mit den Ressourcen und den Inhalten umgehen, desto länger kann vielleicht dieses Unternehmen und die Umwelt bewahrt werden. Wir sind, und das ist auch ein Teil unserer DNA, wir sind eigentlich mit allem verbunden. Wir sind als Menschen untereinander verbunden, wir sind mit der Natur verbunden, mit den Ressourcen, mit dem Wetter. Wir frieren, wir schwitzen. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht trennen. Und jeder Organismus in dieser Welt hat genau diese DNA. Die bauen alle aufeinander auf. Ich habe jetzt mal so einen klassischen genommen, der Baum und der Hase und der was isst und der Pilz, der es dann verwertet. Faktisch sind alle Systeme tatsächlich Netzwerke, Lebenswelten und Nahrungsnetze. Man sagt das mal ganz krass aus der Biologie, man sagt, es geht um Kalorien. Tatsächlich die einzigen, die sich aus dem System genommen haben, sind wir Menschen. Wir sind raus. Wir sind nutzlos. Wer kennt Max Benecke? Ein ganz toller Biologe, der ganz spannende YouTube-Filme macht, sehr empfehlenswert. Der sagt es ganz deutlich, sagt, wir sind nutzlos. Also alle anderen nutzen, was wir nicht. Und das ist eine ganz spannende Haltungsänderung zu sagen, okay, wenn ich nicht sinnbringend wird oder nutzbringend bin, bin ich aber der Einzige, der einfach nur nimmt. Also muss ich anfangen, meine Haltung noch mal ein Stück weit zu überdenken. Wie geht es mir denn damit? Das frage ich oft Menschen in Unternehmen, wie geht es Ihnen denn damit, dass Sie eigentlich feststellen, dass Sie gar nicht sinnbringend sind in diesen Lebenswelten? Und die meisten sind dann irgendwie so ein bisschen erschrocken, sagen ja, aber Entschuldigung, das wollte ich doch gar nicht. Ja, und dann zu sagen, wo kommen wir denn dahin? Also wo führt uns das hin im Gestaltungsraum?
Und welches System unterstützt denn ein Unternehmen zum Beispiel neben dem Geschäftszweck? Also jetzt mal was ganz Entspanntes. Also was tut denn ein Unternehmen außer dem Geschäftszweck? Also wachsen, Umsatz machen, Gewinne machen. Und das ist eine gute Frage innerhalb von Unternehmen, übrigens gerne mit dem CSO zusammen zu sagen, welchen Sinn hat denn das Unternehmen außer dem Wachstum und dem Umsatz? Was bringt es sinnbringend mit? Und dann stellen wir oft so Fragen, ist denn Kompensation ein adäquates Mittel? Da sage ich jetzt mal ein großes Unternehmen, was wir alle kennen, was im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit der Pünktlichkeit. Das schreibt seit 20 Jahren auf die Züge, dass das Ökostrom ist. Das ist, also ich komme aus der Kommunikation, das ist die beste Lüge der Welt. Hey, bang! Wie viel fährt tatsächlich die Bahn mit Ökostrom? Wie viel? Im letzten Jahr waren es 48%. Und zwar gekauft durch Emissionspapiere. Die Bahn ist ein Riesenkunde beim Atomstrom. Die kaufen auf der Energiebörse ein. Hallo! Und auf jedem Zug steht Ökostrom drauf. Sie kaufen Emissionspapiere. Ist Kompensation immer ein richtiges Mittel? Bringt uns das tatsächlich weiter? Also ist Verdrängen, Verschieben von Verantwortung das richtige Mittel? Das können wir uns ganz ernsthaft fragen. Ich könnte jetzt den ganzen Abend Firmen sagen, die das rauf und runter machen und den Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Das ist ja so ein Thema. Sind wir wirklich in der Lage, mit Verschieben von Verantwortung in die nächsten 50 Jahre zu überstehen? Und es fragen mich Mitarbeiter in Beratungsprozessen, ja, was machen wir denn, wenn wir es jetzt nicht wirklich machen, aber nicht wirklich nachhaltig werden? Sage ich, ja, die Konsequenzen werden unsere Kinder ertragen müssen. Oder meine Enkel inzwischen, ja. Und für uns fängt der Prozess tatsächlich, wenn der CSO geschafft hat, den Vorstand wirklich zu einer Rolle, zu einem Statement, zu einem strategischen Wandel zu bringen, wirklich zu sagen, die Nachhaltigkeit ist eine Säule in diesem Unternehmen. Das heißt, die Strategie wird danach ausgerichtet. Dann fängt die Arbeit an und zwar mit ganz vielen Leuten. Ich sage, je mehr Leute ich in Unternehmen zu diesem Prozess bekomme, indem wir zum Beispiel die Wertschöpfungskette analysieren. Das ist ein ganz wichtiges Basismaterial. Das heißt, ich lade ganz viele Leute ein, aus unterschiedlichen Abteilungen an diesem Prozess teilzunehmen. Und zu sehen, was betrifft es, welche dieser ESGs, dieser 17 Nachhaltigkeitsziele werden berührt. Und die Mitarbeiter wollen übrigens alle mitmachen. Die letzten 10 Jahre waren für mich da immer super positiv. Wenn ich vom Pförtner bis rauf zum ITler, egal aus welcher Etage, von der Köchin bis zur Sekretärin, alle können einen tatsächlichen Anteil dazu bringen und wollen den auch bringen, wollen zeigen, dass sie dabei sind. Und sie zeigen einem, wie dieser Wertschöpfungsprozess tatsächlich die 17 Ziele berührt. Und daraus kann, finde ich, ein CSO eine wunderbare Strategie machen und zeigen, auf welche Ziele man sich wirklich konzentriert. Aber das kennt es wahrscheinlich jetzt rauf und runter, was ich jetzt zeige, so hin und her ist tatsächlich diese Felder, also einen Unternehmenszweck neu auszurichten auf diese Felder Ökonomie, Ökologie und Soziales, ist tatsächlich die Grund-DNA von Nachhaltigkeit. Klar, es gibt noch das Gemeinwesen, philanthropische Aktivitäten, aber da genau neu hinzudenken, zu sagen, das in einen Einklang zu bringen, das muss man auch übrigens den Investoren oder den großen Unternehmen müssen das tatsächlich immer ganz besonders heikel bearbeiten, weil wir sind zu Gewinnen optimiert. Wir wollen ja immer Gewinne machen und wachsen. Aber wenn das Wachsen mit der Ökologie und dem Sozialen eigentlich nicht im Einklang steht, dann ist die Frage, ob das Unternehmen wachsen sollte. Und wie erkläre ich das in meiner Beziehung zu meinen Investoren? Und natürlich hat sich das Management erweitert. Also klassisch Management war sozusagen, da kam was raus, das hat man irgendwie, also es kam was rein und es kam was raus und es gab dafür Geld. Und jetzt muss ich allen Etagen im Unternehmen ein, zu sagen, okay, es hat jetzt eine Auswirkung. Und ich frage mich auch, was passiert mit meinem Produkt zum Beispiel am Ende, wenn es kaputt ist? Wie wird es recycelt? Wie kommt es zurück? Wie wird der Rohstoff zurückgewonnen? Also was mache ich damit? Und plötzlich haben wir nämlich dieses Kreislaufsystem. Und es gibt zwei wunderbare Modelle,
an denen ich mich total gerne anlehne, die finde ich super schlau. Das ist einmal diese Donut-Ökonomie, die uns zeigt, dass wir außerhalb der Ressourcen nicht existieren können und uns zeigt, dass wir nur so viel verbrauchen dürfen, wie wir tatsächlich auch zurückgeben. Und das andere ist das Thema Gemeinwohl. Das heißt, wenn ich mich stärker in Bezug setze zu dem, die beiden geben Mitarbeitern gute Inspirationen und Achsen, womit man in jedem Unternehmen, egal wie groß, arbeiten kann. Ich habe das 7 Denkansätze, das ist übrigens ein Teil der Donut-Ökonomie, das sieht man so ein bisschen, wo wir über die Stränge schlagen. Tatsächlich weg vom BIP hin zum Donut ist tatsächlich, wir müssen unsere Ressourcen ernst nehmen, weil wenn wir mehr Ressourcen nehmen, als wir tatsächlich eigentlich sozusagen im Beutel haben, das ist so ein bisschen, wir sind ja Commerzbank getriggert heute. Was machen wir mit Kunden, die permanent ihr Konto überziehen? Denen sagen wir relativ schnell, dass sie bitte nicht mehr Kunde sein sollen. Und dass sie bitte gehen sollen oder das Konto auffüllen. Und wir geben ihnen irgendwann mal nicht mehr Geld. Also wir lassen die EC-Karte einziehen. Wir geben denen keine Kredite mehr. Also wir sind ja ganz flott dabei zu sagen, du kriegst nichts mehr. Aber wir sagen, wir, solange da irgendwie aus dieser Welt was rauskommt, nehmen wir es. Das ist ein spannender Ansatz. Also wenn wir genau in dem Denken bleiben, dann müssen wir eigentlich hin zu sagen, wo sind denn eigentlich unsere Grenzen? Und vom freien Markt zum hin zum eingebetteten Ökonomie heißt, wir nehmen Rücksicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen provokativ, wenn man sagt, vom Homo Ökonomicus hin zum anpassungsfähigen Menschen, ja, es wird Agilität verlangt. Und Agilität auch zum Beispiel jetzt in der Situation. Jetzt hatten wir 2 Monate Angst, dass wir unsere Wohnung nicht heizen können. Jetzt ist irgendwie klar, es ist doch genug Gas da, aber vielleicht fehlt es nächstes Jahr. Aber wir müssen uns mit ganz vielen neuen Themen immer neu beschäftigen, neue Haltungen finden. Und ich glaube, das wird unseren Menschen, unser Menschsein die nächsten 100 Jahre definitiv beeinflussen. Wer sich nicht mitändern kann, hat Probleme. Und die Änderungen kommen schnell. Vom mechanischen Gleichgewicht zum dynamischen Wachstumsausbeute zur gerechten Verteilung. Das ist auch provokativ, vom Wachstum ist Ausbeutung hin zur regenerativen Wirtschaft und wissende Haltung zum Wachstum einnehmen. Ich habe mal ganz bewusst so eine kleine Karte mitgenommen, weil wir alles übrigens mit dem ökonomischen Denken in Kapital umgerechnet haben. Also wir reden hier von menschlichem Kapital, das sind wir Menschen. Das bezeichnen wir in vielen Statistiken, ökonomischen Statistiken als Kapital, die menschliche Ressource. Wir sagen, das physische Kapital, das ist unsere Landmasse, unsere Agrarfläche, die Pflanzen. Und wir reden da tatsächlich immer von Kapital, von Naturkapital. Also wir müssen verstehen, dass wenn wir alles so entemotionalisieren oder sozusagen entmenschlichen oder die Substanz wegnehmen, dass es natürlich rein rechnerisch unheimlich cool klingt, wenn man sagt, wir haben noch für 260 Jahre Gas. Und wenn wir ein bisschen mehr verbrennen, reicht es vielleicht nur noch für 50. Aber was heißt das denn genau? Und das muss man erklären und verständlich machen. Wir sagen als systemische Berater immer, dass wir die fehlenden Anteile im System nicht achten. Also wir haben ganz viele Konferenzen auch zur Nachhaltigkeit inzwischen, da wird immer nur über Menschen geredet. Aber witzigerweise, die Menschen machen wir ja gar nicht kaputt. Wir werden immer mehr Menschen, aber wir machen das andere kaputt. Das heißt aber, diesen Anteil nehmen wir nicht in den Blick. Wir nehmen nicht die Natur in den Blick, wir nehmen nicht die Tierwelt in den Blick, sondern wir nehmen nur uns in den Blick. Und darauf aufmerksam zu machen, in dem Mitarbeiterprozess ist ganz wichtig, den Bestandteil an den Tisch zu setzen. Was sagt denn der zu mir, wenn ich sage, du hast schon wieder irgendwie 60 Hektar am Tag in Gewerbefläche umgewandelt in Deutschland? Was machst du denn damit? Wir verbrauchen 280.000 Bäume am Tag für Klopapier weltweit. Also das muss man mit an den Tisch holen. Und was sind denn die richtigen Fragen auch an den Mitarbeiter? Für uns gilt es als Berater immer, dass wir sagen, der muss verstehen. Also wir müssen ganz viel Information geben. Wir müssen begreiflich machen, wo wir stehen. Und das zu verbinden mit der Organisationsebene und mit den Zielen, die zum Beispiel der Vorstand und der CSO
wirklich definiert haben, dass Mitarbeiter mitgehen können und sagen können, da bin ich dafür, das trage ich mit. Da übernehme ich diese zusätzlichen Listen oder Eingaben zum Beispiel in die Software, in die Nachhaltigkeitssoftware. Viele empfinden das also ich mache sehr viel Immobilienbranche, empfinden diese zusätzlichen Arbeiten auch noch als Belastung, als müssen sie noch eine Software bedienen und noch mehr Zahlen irgendwo eintragen. Und das Verstehen und Verbinden mit dem Leben und der Organisation verändert tatsächlich Verhalten und schafft Dynamiken. Also auch wenn man versteht, dass man das eigene Unternehmen überlebensfähiger macht, wenn man mitmacht, dass man auch einen relevanten Anteil hat daran, ob ein Unternehmen nachhaltig werden kann. Und das Ganze geht dann natürlich wie üblich, wir kennen es heute, in Themen wie Haltung, Verantwortungsdialog, relevante Änderungen im Unternehmen durchzusetzen. Und geht dann weiter eben in die sogenannte, früher nannt man es Mission, heute sagt man Purpose oder Reason Why. Alle sind wie vernetzt, nicht nur der Vorstand redet mit den Investoren oder Kunden, sondern jedes Mitglied in einer Firma ist relevant zum Thema Nachhaltigkeit und wir sind alle vernetzt. Auch mit unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern, mit Freunden. Für alle ist dieses Thema relevant und gesellschaftlich dringend. Und jetzt würde ich gerne noch mal was machen. Da habe ich schon eine kleine Bitte. Um klarzumachen, dass es auch wirklich jeden betrifft und relevant ist. Jetzt klappt es nicht ganz. Oh, doch, es ist dunkel geworden. Habt ihr es gemerkt? Warum? Eigentlich haben wir seit 8 Wochen gar keine Ressourcen mehr. Seit dem 28. Juli hat die Welt eigentlich ihre weltweiten Ressourcen aufgebraucht. Und zwar komplett. Also Bankkonto ist leer, Kredit ist überzogen. Und wer jetzt eine erhellende Idee hat, der darf sie gerne sagen. Weil die brauchen wir jetzt nämlich dringend, um das Licht wieder anmachen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören.